Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Mein Name ist Devor und ich bin schon wieder in Skauki. Das ist der Place to be. Wir holen hier irgendeinen Kram ab für ein wunderschönes Spiel, was hier neu erfunden wurde zu dieser Zeit. Von Name vergessen, bitte hier eintragen. Wir werden uns ewig an sie erinnern. Wir müssen, glaube ich, zum... Wo müssen wir denn hin? Zu ihm. Bronislav! Hallo, wie geht's? Hi, ich bin hier, um einen besonderen Stein für Tomila abzuholen. Diesen Namen, den ich nie vergessen werde. Oh ja, ich habe schon auf sie gewartet. Normalerweise würde ich ein einziges Stück Stein wie diesen nicht einfach einen Boten mitgeben. Aber du warst vertrauenswürdig. Geh nur bitte vorsichtig damit um. Alles klar, ciao. Ich habe wohl schon mal eine Quest für dich gemacht. Das freut mich natürlich sehr. Ich werde mal kurz hier beim Schmied vorbeischauen. Den habe ich schon was verkauft. Ich brauche hier gar nicht vorbeischauen. Warte mal. Ist ein Koch, kein Schmied. Nun. Wir müssen jetzt nach... Warte. Wir müssen jetzt nach Piastovia zurück? Why? Müssen wir nicht erst hier... Untersuche die Anschlagtafel. Okay. Habe ich verstanden. How is life treating you? Piastovia, ciao. Uff. Anschlagtafel. Dann untersuchen wir mal die Anschlagtafel. Nehmen irgendwas mit und... machen Dinge damit. Das zum Beispiel. So, Anschlagtafel. Die Anschlagtafel ist voll von verschiedenen Aushängen und Ankündigungen, die vor allem der Quartiermeister selbst aufgehängt hat. Einige ältere Schriftstücke, die einen starken Gelbstich haben lassen, sich unter dem Frischen erkennen. Lies das Schriftstück, das am ältesten aussieht. Nach kurzer Zeit hast du 4 Pergamentstücke gefunden, die am überfälligsten aussehen. Auf dem ersten steht, ich suche den Unhold mit verschiedenfarbigen Augen, der die Unschuld meiner Tochter befleckt hat und vor Erfüllung seines Heiratsversprechens davongelaufen ist. Als Belohnung winken Münzen. Verschiedenfarbige Augen. Ich bin... weiß ich nicht. Das muss weg. Auf dem nächsten Stück permanent steht die folgende Aussage. Es ist mir egal, wer das hier liest. Ich liebe meine Schaufel und ich schäme mich nicht dafür. Okay. Der letzte Aushang, erneut von einem unbekannten Autor, besagt. Bitte hör auf, meine Flaschenverschlüsse zu stehlen. Ich habe wirklich hart daran gearbeitet, sie alle zu sammeln. Ich habe davon geträumt, dass sie eines Tages zur Währung werden. Aber bis jetzt ist es noch nicht dazu gekommen. Das dauert noch ein bisschen. Vorher müssen Atombomben fallen und dann werden Flaschenverschlüsse, aka Kronkorken, auch als Zahlungsmittel logischerweise akzeptiert. Ich nehme mal das Erste. Okay, ich muss doch... Warum... Scheiderstein, Pergament... Sprech mit Zwibora und Zwibora ist natürlich hier in... Hier, Ostoja. Natürlich. Dann fahren wir mal nach Ostoja. Überhaupt gar kein Problem. Moin, Ostoja. Ja, ja, geht so. Auf geht's. So. Ich will gar nicht wissen, wie viele tausende Münzen ich hier schon ins Taxi verbraten habe, ne? Es ist echt unglaublich teuer alles hier. Bürsten sich die Leute immer? Ja, mehr will ich gar nicht wissen. Aber gut zu wissen, dass es Klonica heißt und nicht Klonika. Ich nenne es weiter Klonika. Nivgur. Was ist das denn hier? Hä? Was mit dem Ausrufezeichen passiert? Wo ist es hingewandert? Hier. Hier ist Vibora. Ja, guten Tag, der Herr. Hallo, ich bin in Tomilas Auftrag hier. Ah, oh ja, sie wollte eine Schuhschere, richtig? Ich habe sie genau... ach, sie sollte... Ach, wo verdammt habe ich sie nochmal hingetan? Nun ist sie sicher irgendwo hier. Ich bin wegen der Schere hier, nicht für eine langweilige Geschichte. Beeil dich!
Ah, wie unhöflich! Ich arbeite nicht für dich und lass mich nicht so herumscheuchen. Wenn du die Schere jetzt gleich willst, dann such sie selbst. Verdammter Halbstarke, ich kümmere mich selbst darum, wie üblich. Halbstarke ist auch schön. Vielleicht, ich muss hier irgendwo scheiß Schere suchen. Die steckt bestimmt in irgendeinem Schaf oder so. Kann ich hier eventuell... Krieg ich nicht auf. Okay, hier irgendwo. Die ist bestimmt drinnen irgendwo. Hä? Warum hänge ich denn immer? So. Schuhschere. Ich wollte eigentlich keine Schuhschere, sondern eine richtige Schere, aber gut. Achso, hier ist das. Könnte sie. Keep calm. I won't tell anyone. Or will I? Ich habe gar nichts gemacht. Schuhschere liegt bestimmt einfach so rum, oder? Eventuell. Vielleicht. Hallo. Zeig mal deine Ware, wenn ich schon mal hier bin. Hast du irgendwas Schönes? Einfach ein großer Rucksack. Ja. Ah, große Satteltasche. Brauchen wir alles nicht. Große Gürteltasche. Hut mit hoher Krampe, Kappe. Tja, bin ganz ehrlich, es haut mich hier alles nicht aus dem Hocker. Nimm mal Wolle mit. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch Wollgarn mitnehmen und Wollstoff mitnehmen. Nun, dann verkaufe ich mal ein bisschen wieder was. Eisenäxte, alle weg damit. Kriege ich wenigstens mal meinen Kram los hier. Eisenbolzen nicht. Eisenhämmerchen. Alle weg damit. Eisenmesser kann weg. Eisenschaufel behalte ich. Eisenschuhschere, die drei Stück können weg. Eisensense. So. Ich nehme mein Geld wieder. Best goods in the realm. Ja, ich guck nochmal, weil du hast doch bestimmt auch Garn, oder? Nicht? Doch hier Leingarn. Nehme ich auch mit. Soldergeiz. Dein Gewebe. Ich brauch's doch. Wir wissen's doch. Wir wissen's doch alle. Ich brauch den Kram. Der Atemberauber. Schönes Messer übrigens. Was steht denn hier? Besonderer Gegenstand. Ein wirklich ausgezeichnetes Stück Schmiedekunst. Gut ausbalanciert und geschliffen. Noch besser. Kann zum Jagen und im Kampf verwendet werden. Warte mal, das ist jetzt ja meins, ne? Spannend. Was ist denn das im Gegensatz zu unserem Messer? Hier, 2000, Materiallager, Eisenmesser. Oha, guck mal, das ist wirklich gut. Gut, dann werde ich erstmal Dinge verkaufen. Eisensense, weg. Eisenspitzhacke, weg. Und dann... Ja, den behalte ich. Hier, gammelige Pilze. Behalte ich doch nicht. Was haben wir noch? 1633 Haferkorn. Ups. Holzschale, Holzfläschchen. Honigwabe. Komm. Gönn dir. So, was? Meister der Diplomatie, erreiche Stufe 10 in der Diplomatie. My wares. Have a nice day. Jawohl. Das letzte Diplomatie-Level. Nice. Schon ewig keine Fertigkeiten mehr bekommen. So, ist es das letzte Diplomatie-Level? Echt? Ich habe gar nicht überall Punkte. Kreative Buchhaltung. 30% niedrige Steuern. Ja. Kastellan. 10% geringer Essenswasser- und Holzbedarf deiner Dorfbewohner. Ja, auch gut. Guter Gastgeber. 10% langsamer Stimmungsrückgang. Habe ich hier nicht. Hand des Königs. Weniger Materialien benötigt für Aufgaben des Königs. Ich habe noch nicht eine gesehen. Diplomat. 40% mehr Reputation für deine Dynastie. Die Dynastie. Das will ich. Cool. Dann... Habe ich vor lauter Aufregung vergessen, was ich machen wollte. Achso, die Schuhschere suchen.
Also hier ist eine drinnen, ne? Das ist auch nur dieser kleine Bereich hier, ne? Aber wahrscheinlich... Was ist das denn? Steine? Hühnchenbrustfilet? Ich bin mir nicht sicher. Ich sitze zur Bestrafung hier. Ja, weil du nur Kram machst. Hier ist nichts. Hast du eine Schuhschere gesehen? Schneemann einsammeln? Karotte. Verstehe. Cool. Schuhschere. Ich bin aus dem Gebiet raus, sehe ich gerade. Die kann ja nur hier liegen. Hä, wo soll die sein? Aber das kann ja nicht die sein, die hier drin ist, oder? Gefunden! Alte Schere vor allem. Cool. Hier ist Figura, du willst mich doch verarschen. Was kann ich für dich tun? Kann ich mir was helfen? Hä? Nein? Muss ich schon zurück? War es das schon gewesen? Abliefern. Okay. Ich muss nach Piastovia, ne? Ja. Piastovia. Wo geht's denn hier? Nach Hause? Moment mal eben. Kann ich hier noch irgendwas verkaufen? Was hast denn du hier Schönes? Ja, nichts, was mich gerade irgendwie aus dem Schlippi springen lässt. Deswegen würde ich ganz gerne einmal... Ich habe gar nichts mehr großartig. Hier Eisenhacke. Komm. Gönnung. Mal noch irgendwas hier. Kupferpfeil. Ja, behalte ich mal. Vergifteter Pfeil behalte ich. Ja, gut. Ich meine, 69 einfache Säckchen. Könnte ich alle verkaufen? Will ich aber nicht. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas, was ich gar nicht brauche? Edle Schuhe? Nee, behalte ich. Das brauche ich alles. Stiefel. Behalte ich auch. Essen? Honigwabe könnte man... Verdorbenes bringt nichts? Was? Wegwarte? Ganz ehrlich? Nein. Haben wir noch irgendwas... Bretter, Eisenbahn, Haferkorn auf gar keinen Fall. Holzschale 100. Ich verkauf mal so ein paar. Ne? Gut, Bretter, Bierflasche. Nee, die brauche ich. Holzfläschchen, Holzteller. Ja, komm. Weg. Leder, Leingarn, Stock und Stein, Tonbewurf. Ich habe eigentlich gar nichts. Zinnbarren habe ich ewig viele. Warum? Hier, gönn dir. Warum habe ich den Zinnbarren so viele? Nein, ich habe schon alles, was ich brauche, danke. Wo ist denn jetzt der Ausgang? Der Taxistand. Hier drüben irgendwo, ne? Mir kam eine Eingebung. Schade. Hätte ja funktionieren können. So, Piastovia, ich komme. Oh, it's you again. Ja, ich bin schon wieder. Jetzt hat er mir auch noch ins Gesicht gehustet. Super. Ganz großes Kino. So, Stein, Schere, Pergament. Ich bin... Vor allem ist auch schön, dass wir nicht jetzt das Pergament holen konnten. Nein, wir mussten erst nach Skauki, dann wieder hier hin, dann nach hier Angriff der Klonika und dann hier wieder hin.
Man hätte es einfach machen können, man kann es aber natürlich auch mega kompliziert machen. Hier, Tomila. Du bist zurück, hast du alles? Ja, selbstverständlich, ich liefere immer. Ja, wunderbar, du warst eine großartige Hilfe. Bald werden sie alle den SSP-Fieber verfallen. Das ist natürlich kurz für Steinschere Pergament. Oh, ich bin so aufgeregt, fast habe ich es vergessen. Hier ist deine Bezahlung, mein guter Freund. Das gefällt mir schon viel besser. Und jetzt zum wichtigsten Teil. Ich bringe dir alles bei, das du wissen musst, um den wunderbaren Spaß von SP zu genießen. Als erstes musst du diese drei Handzeichen kennen. Stein, Schere, Pergament. Verstanden? Ja, ich habe verstanden. Wenn ich jetzt bis drei gezählt habe, zeigt jeder von uns das Handzeichen seiner Wahl. Und dann sehen wir, wer gewinnt. Warte. Wer gewinnt? Das hängt vom Handzeichen ab. Stein schlägt Schere, Schere schlägt Pergament und Pergament schlägt Stein ein. Ist eigentlich alles ganz logisch. Ja, okay, aber wie kann es sein, dass Pergament gegen Stein gewinnt? Weil es sich um den Stein wickelt und gewinnt. Jetzt verstehe ich. Okay, alles klar, dann spielen. 3, 2, 1, Pergament. Schere, ich gewinne. Du hast geschummelt. Willst du es nochmal? Ich glaube, mir reicht's. In Ordnung. Nochmal vielen Dank für deine Hilfe und für das Spiel. Jetzt kannst du SSP mit deinen Freunden spielen. Es ist eine gute Methode zu bestimmen, wer etwas tun muss. Und für Wetten ist es auch ganz großartig. Wir sehen uns, mein Freund. Das Spiel ist dämlich. Also bezweifle ich, dass ich es wieder spielen werde. Ciao. Blödes Spiel. Sag ich, wie es ist. Hat mir keinen Spaß gemacht. Wer denkt sich sowas aus? Verloren habe ich auch noch. Gut. Ich mach jetzt mal den Winter aus. Ach, hier war ja nichts. Ich bin gerade überlegen, kann ich noch was verkaufen? Nö, nicht wirklich. Einhorn! Warum denn da drüben? Ja, rein. So. Hier einmal lang. Hier einmal rum. Rückwärts ausparken. Leicht verfahren. Manchmal ist das so. So, auf geht's. Lauf, Phobos, lauf. Gut, ich würde... Ich habe hier bautechnisch gerade nichts mehr im Winter. Ja, hier liegt irgendwie Kram rum, aber ich glaube... Ich finde hier nichts mehr, was ich irgendwie gebrauchen kann. Ich meine, seitdem wir genug Eisenminen haben, ganz ehrlich, das läuft schon. Das läuft schon. Ich würde jetzt ganz gerne bis zum Frühling schlafen. Da hätte ich Lust drauf. So, dann kommen wir hier nämlich auch langsam mal so ein bisschen voran, weil ne, hier muss alles noch wachsen und das ist alles nicht so einfach. So. Und sag ich mal, ab nach Hause. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Zur Mine, ne? Was ich vergessen habe, sehe ich gerade. Oder habe ich gerade gesehen. Beziehungsweise nicht vergessen, sondern einfach noch nicht gemacht. Ist das hier. So, wir brauchen hübsche Türen. Wir brauchen eine Fackel. Mache ich erstmal. So, huch. Und wir haben hier noch gar nicht... Wir haben ja noch gar nicht gesagt, wie das heißen soll. So. Was? Leder fehlt. Nun.
Was wäre das für ein Straßenname? Der Weg zum Glück. Weil, ist mir gerade eingefallen, es ist nämlich der Weg, der zu meiner Auffahrt führt. Mhm. Ich weiß nicht, habe ich den Weg zum Glück vielleicht sogar schon? Keine Ahnung. Was wollte ich ihm haben? Leder, ne? Leder. Leder. 128. Naja. Das ist nicht so viel. Ich guck mal kurz gerade. Lustweg, Flusslauf. Ja. Sieht gut aus. Dann ist das der Weg zum Glück. Glaube ich. Habe ich gehört. So verwirrter Hahn hat hier gerade gekräht. So. Verwalten. Zurück. Wie im Weg zum Glück? Ich glaube, im Weg zum Glück 1. Im Weg zum Glück 1. Speicher. Ich kopiere mir das mal. Bestätigen. So. Dann ist das hier. Geht ja nicht anders. Dann ist das hier. Im Weg zum Glück 2. So. Ich kann ja gegenüber eh keine Dings bauen, keine Häuser bauen. So. Im Weg zum Glück 3. Und natürlich. So, im Weg zum Glück 4. Sehr schön. Ich gehe ins Bett. Genug gemacht für heute. Das ist gar nicht der. Naja, es ist. Verdammt. Ist trotzdem der Weg zum Glück. Zwar nicht mein Glück, mein Glück ist hier, aber irgendein Glück ist das schon. Ah, die Beleuchtung, ne? Das ist so traurig. Hier, das geht ja aus der Entfernung, aber ich sehe da nichts, ich sehe da nichts. Das ist alles. Und das hier ist. Das muss heller. Da müsste es eine Mod für geben. Das wäre total toll. Aber, naja. Weil prinzipiell ist das schon ganz nice hier, ne? Kann ich eigentlich. Ich probiere mal kurz, wenn ich. Wo waren das? Hier war es nicht. Das war, glaube ich, bei Zäunen, ne? Nee. 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 Hä? Ach, bei Türen. Ah, hier. Nee, ist leider. Würde blöd aussehen. Leider nicht groß genug. Schade. Aber hier noch irgendwie was drüber machen oder so? Das wäre eigentlich. Wie ist denn das? Wie sieht denn das mit den Dingern hier aus? Bescheiden. Sehr bescheiden und nicht umsetzbar. Das kommt noch erschwerend hinzu. Naja, gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Und ich wollte hier noch zubauen. Ich guck mal kurz. 50 Häuser. Was ist das hier? Namen vergessen. Schade. Ich wollte aber was anderes gucken. Warte mal. Wupp, weg. Und zwar wollte ich einmal schauen, Dynastie-Revolution. Da sieht man nicht, wie viel ich haben könnte. Aber hier 140 Gebäude könnte ich haben, wenn ich das wollte. Fischerhütte? Nee, ne? Die haben keinen Fischbär. Gut. Ich wollte ins Bett gehen. Hat nicht funktioniert. Fischspeer. Fisch.
Speer. Ich lasse die nicht machen, oder? Ist das das Ding? Ja, aber ich glaube, ich lasse die nicht machen wegen dem Leingarn. Damit die nicht so viele Fischspeere machen. Weil die halten eigentlich ewig. Bis sie es auf einmal nicht mehr tun. Der müsste hier. Stein, Fischspeer. Mach mal 10. Dann haben wir wieder 20 Stück. Das reicht erstmal wieder ein paar Jahre. Vielleicht. So. Einmal hier rein. Fischbär. A, B, C, D, F. Fupp. Sehr schön. Ist hier noch irgendwie einer ohne Fahrschein? Fischerhütte läuft. Ja, passt schon. Cool. Bett. Ich versuche das nochmal mit dem ins Bett gehen. Achso, bei der Schenke könnten wir nochmal vorbeigucken. Ja, nee, Beleuchtung, die muss weitergehen. Hier fehlen auch die Kegel auf dem Boden, weißt du? Da ja auch schon. Bin ich schon wieder zu spät? Schon wieder keiner mehr da. Oh, das mit der Wand hier gefällt mir. Mit der indirekten Beleuchtung. Schon nice. Das ist schon alles sehr nice geworden. Ja. Noch nicht hundertprozentig fertig, aber auf einem guten Weg. Es hat gerade geglockt. Warum hat denn das geglockt? 22.30 Uhr gleich. Komisch. War das dieser Zapfenstreich, von dem alle Leute erzählen? Mach ich aber selber. Leuchtung fehlt. Kann ich eigentlich mittlerweile, ich muss mal gucken, ich habe hier schon ewig nicht mehr in die Einstellung geguckt. Grafik, sichtbares Feld. Ja gut, das ist ja nur die Dings. Vollbild, Fernsehen, FPS-Begrenzung, ja, Punktlichtschatten. Steht nicht da, was es ist, aber wird, ich weiß nicht, was DFAO und SSGI ist, keine Ahnung. Aber es ist halt alles an. Wenn ich Punktlichtschatten ausmache, ich will einfach nur mal... Wir mal Grafik. Fupp. Punktlichtschatten an. C. Ah. Siehst du, das sind die Schattenwürfe. Okay. Und mal gucken, vielleicht finden wir raus, was DFAO ist. Nein. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Grafik. Machen wir DFAO wieder an. Und dann, was war hier? SSGI. Sieht man das, was das ist? Hat nichts mit Beleuchtung zu tun, offensichtlich. Nöp. Aber ich glaube, die Schatten sind gerade, haben sich gerade einen Tick verändert. Wenn man hier mal auf die Schatten guckt, warte mal. Grafik. SSGI. Nö, das war nur Einbildung. Schade. Hier noch irgendwas Schönes. Razer Chroma, was ist das denn? Schimpfwortfilter. Nein. An den Einstellungen, wo eine Änderung wurde, soll diese gespeichert werden? Ja. Was ist ein Razer Chroma? Keine Ahnung. Nichts. Nein. Nichts. Keine Ahnung. Weg damit. Ich möchte das nicht. Benutzeroberfläche. Questnachverfolgung sehe ich nicht. Zeitstempel. Bla. Habe ich alles ausgemacht. Uff.
Audio hat sich irgendwas getan. Im Hintergrund weiterlaufen lassen. Wie im Hin Audio? Im Hintergrund weiterlaufen lassen? Was im Hintergrund weiterlaufen lassen? Keine Ahnung. Ich mach mal an. Ich weiß nicht, welchen Hintergrund das hat, aber gut. Ich gehe im Bett, bevor es wieder hell wird. So, und dann würde ich nämlich sagen, wir sehen uns im Frühling wieder. Wenn ihr mögt. Ja, so lange dauert es jetzt. Bis zum nächsten Frühling. Wo ist denn Ilde? Die ist bestimmt noch auf dem Weg, ne? Die arbeitet ja immer so lange. Tja. Gut, ich würde sagen, ich lege mich neben meine Flöte, da fühle ich mich am wohlsten. Und wenn das jetzt hier noch leuchten würde, das wäre ein Traum. Tut's aber nicht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Direkt hier, bevor wir in den Frühling starten. So. Das heißt, bis gleich. Ciao.